Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim. Ja. Oh, Kaffee. Ja, Barbas und ich sind in den Katakomben von Potema. Hier gibt es nichts weiter zu entdecken. Wer entdeckt mich? Der. Kalle. Ups, beim Falschen. Wo ist der andere? Warum rennen die denn neuerdings immer weg? Herr mit deiner Seele. Schwert haben sie ihm sogar gelassen. So, hier könnten wir noch mal schleifen. Was ist das? Kein Erz. Elfenpanzerhandschuhe. Hassin platt. Also ich muss sagen, hier unser neues Waffen-Equipped. Nee, ne? Das muss ich auch noch hier anhalten. Hängemoos, Schneebären, ein Tisch. Potemas Refugium. Ach, Kerbabas, musst du ständig bellen. Und dann weshalb? Ständig bellt er. Kalle. Kalle auch. Habe ich keine Power mehr? Er hat mehr. Er hat... Ach, und ich habe alle Dinger vertickt. Ich mache mich aus dem Staub. Thanks.
Wer quatscht denn da die ganze Zeit? Ist das Erz? Mal rein da. Lass das sein. Komm, übernimm mal. Hier von der anderen Seite. Krug. Gut, aber das war nicht die Stimme, die wir gerade gehört haben, ne? Das... Hallo? Tacken zu hoch. So, Falle entschärft. Es sieht schon cool aus, das Schwert. Ich dachte, wir wären kurz vor Potema. Da ist hier noch ein ganz weiter Weg. Ja, sicher, Kalle. Hör mal. Geh weg. Haben wir den Johnny? War was? Aber, der hat schon hier Nebenerzschwert in der Hand. Geht klar.
viel Schlüssel kriege ich denn zum Potemas Heiligtum? Das müsste man auch mal machen, sich durch gesamte Skyrim durchschleichen. Sind schwach. Wer quatscht denn da? Sie zu fürchten. Wir sollten uns nähren, wann wir wollen. Ich kann diesen nagenden Hunger nicht mehr ertragen. Oh! Vielleicht gibt es heute noch Frische. Da seid ihr ja. Er kriegt gar nichts mit daneben. Oh, jetzt kriegt er was mit. Da kannst du ruhig drohen, wie du willst. Kalle. Geh weg. Hör mal auf damit, deine Faxen da was. So, dann sehe ich, welchen ich schon hatte und welchen nicht. Immer alle dabei. Nicht mehr weit. Kommt, Wölfchen. Dient mir im Tode. Ich komme, Prothema. Was? Was? Nein, das kommt nicht in Frage. So ja nicht, ne? Bin ja gerade am Looten und... Ich glaube, das war das Gute. Dreh mal Plattenstiefel. Als ich den gelootet habe, konnte er nur noch mit seinen Fäusten kämpfen. Ich glaube jetzt, ne, da ist. Der hat auch noch was.
War das eine Ebony Battle Axe? Der hatte eine Silberrüstung dabei. Also lohnt sich, hier mal genauer nachzugucken. Ist zwar ein bisschen lästig, aber... Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert, ne? Oder wie heißt das? Aha. Das sieht mir nach einer Potema aus. Ihr seid weit gekommen für einen Sterblichen. Aber könnt ihr es mit meinem inneren Zirkel aufnehmen? Mal sehen. Oh oh, oh oh. Blitz. Arschkuh. Eieiei. Blitzresistenz. Hauen wir uns mal rein. Und... Wo ist er? Ich kann ihn hören, ich sehe ihn nur nicht. Alter! Wo ist er denn? Da. Alter, die Augen aus dem Kacke. Haut ganz schön rein. Ihr seid Arschgeigen. Geh weg. Dann
Ja, kann ich auch. Pass auf. Dann machen wir hier die... Ja, und spring nicht. Da kannst du noch so viel mit deiner Unerbittlichen machen. Mann, 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 Mann. Ich muss auf jeden Fall mehr für Ausdauer machen. Meine Billo-Pfeile hier, die eben als Kriegshammer, ich glaube, es hackt. Meine Magietoleranz, die ist echt traurig. Aber das kommt noch, das kommt noch. Wir sind ja erst im Aufbau. Kalle! Will die jetzt... Kam ich nicht schnell genug oder was, Potema? Entschuldigung. Ich wusste ja nicht, dass du auf mich wartest. Thema. Über uns alle. Alter, die hauen alle immer ab hier. Das ist mal gut hier mit der Wegrennerei. So. Ich war hier noch im Begriff zu looten. Leer. Da oben hier war nur ein Elementar, ne? Da kommt die Hexe da angestiefelt. Ging nicht schnell genug. Nein, ich bin mir ziemlich sicher. Jetzt habe ich hier alles gesehen. So, was haben wir hier?
Schleichen verbessert. Kenne ich schon. Schade. Meisterrobe der Zerstörung und Veränderung. Destruction Spells cost 22% less. Das ist eine gute Robe. Für einen Magier, ne? Aber mehr gab es nicht. Hauptsache, sie versucht zu fliehen. Kommt erst an, markiert den Breiten und dann will sie fliehen. Wo bin ich denn hier? Alten Rand. Oh. Das war klar. Mach du mal. Pisser, du. Ein Ebenerzschild. Zum Abschluss noch mal. Er lacht doch gerade was drauf. Das hat er. Achso. Den hat er hinten hingepustet, den Elfenhelm. Gut. Jetzt dürfen wir es aber haben. Ja, scheiß Wetter. Was ist das denn da hinten für ein Turm? Oh oh. Wo bin ich hier? Ach, da hinten. Ja, dann
haben wir einen kleinen Fußwasch vor uns. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Nur ohne Pferd ist echt mies. Vorbeirennen, ein paar Blümchen pflücken. Wie spät ist das? 1 Uhr Nachmittag. Was muss ich machen? Jut, jut, jut. Dann bringen wir mal Styrre, die Überreste von Potema. Und dann wieder zu Falk. Gucken, ob der dann auch mal eine nette Belohnung für uns hat. Frischer Fisch! Frischer Fisch! Hab euch! Ihr seid dran! Hä? Kriegt mich nicht! Ich spiel gar nicht mit euch. Hab ich nie gesagt. Kann ich euch helfen? Ja, hör mal, Kalle, du... Ihr seid zurückgekehrt. Ich hoffe, ihr wart erfolgreich. Ich war erfolgreich. Erster, den Schädel. Hervorragend. Diese Dinge gelingen doch immer irgendwie, sobald sie nur jemand in die Hand nimmt. Ich werde die Überreste reinigen. Falls Falk es nicht deutlich sagt, Einsamkeit schuldet euch großen Dank. Wie, von dir kriege ich nichts? Darf ich denn jetzt hier was mitnehmen? Jo. Ich nehme dann mal hier meinen Dank, ne? Kleine Heilung. Fass ist leer. Ach so. So dankbar ist er mir dann doch nicht. Hier. Rauer Wurstling. Am Knoblauch darf ich mich wenigstens bedienen. Jetzt. Ach, den Käse noch und dann sind wir auch schon weg. Bisschen neblig. Irgendwie fühle ich mich allein ohne Utgard. Sofern wir keine spezifischen Geschäfte zu besprechen haben, habe ich kein Interesse. Warum quatscht er mich eigentlich immer doof von der Seite an? Sibylle Stentor hat ein Verständnis für magische Theorie, das ich von einem Menschen niemals erwartet hätte. Nicht einmal von einer Bretonin. Vogt, ich habe eine Idee, die möglicherweise die Moral unserer Leute in dieser schwierigen Zeit stärkt.
Ich finde, wir sollten eine große Parade abhalten und General Tullius Truppen in Gala-Uniform vom Blauen Palast bis zum Schloss Elend marschieren lassen. Was für eine tolle Idee, mein Jarl. Allerdings würde ich empfehlen, damit zu warten, bis der Krieg vorbei ist. Schließlich braucht der General seine Soldaten draußen im Feld, auf dass sie Schlachten gegen die Sturmmäntel schlagen. Super begeistert war Falk von der Idee. Falk. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ich habe mich um Putema gekümmert. Ihr habt heute eine große Tat vollbracht. Egal, wen man im Krieg unterstützt, Putema wäre eine große Plage für beide Seiten gewesen. Ohne euch wäre das eine Katastrophe geworden. Ich hätte Varnius warnenden Worten Gehör schenken sollen. Den Fehler mache ich nicht noch einmal. Hier ist euer Lohn. Der Jarl würde euch gern danken. Aber Potemas Rückkehr sollte unbedingt geheim bleiben. Wie, auch dem Jarl ich kann von euch erzählen? Versichern, dass wir euch als einen Schutzengel von Einsamkeit betrachten. Oh. 1,8 und das Schild von Einsamkeit habe ich. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Ja, ihr aber auch, Schätzekin. Wenn ihr in geschäftlichen Angelegenheiten hier seid, wendet euch bitte an Falk Feuerbart, meinen Vogt. Der hat gesagt, du wolltest mir danken. Lebt wohl. Betet für Einsamkeit und für meinen Mann. Dann halt mich. Es ist meine Aufgabe, für die Sicherheit des Jarls zu sorgen. Ja, dann mach das doch. Es ist meine Aufgabe, sämtliche Steine von Barentzia hier rauszuholen. Und von denen befindet sich genau einer hier. Das weiß ich. Da ist er. Babas. Mal vor, jetzt kommt einer rein und erwischt mich beim Bücherklauen. Wie peinlich ist das denn? Ich habe offscreen die Bücherregale von Riften und das muss ich aber haben jetzt. Hab ich geklaut, egal. Den nehmen wir auch noch mit. Hier? Doch, leider kann er das. Er zieht seine Autorität vom Kaiser. Den hier ebenfalls ihn, wenn man es genau will. Er nutzt alle Ressourcen von Harfingar und muss mir gegenüber nicht im Mindesten Rechenschaft ablegen? Das scheint mir nicht sehr gerecht. Gerecht ist ein Wort, das nur selten in Bezug auf Politik angewandt wird. Band 21. Nehmen wir besser mal mit. Die Mod von Gronkh fand ich ja richtig cool, wo er angezeigt bekommen hat, welche Bücher er schon kennt und welche nicht. Ach so, wollte ich erzählen. Ich habe alleine mit den Büchern, die ich nur doppelt habe, also die Unikate habe ich gar nicht verwendet, sondern nur die ich doppelt habe, habe ich Riften und wie heißt das kleine Bauernhofdingen, was wir da jetzt haben vor Weißlauf,
Ich weiß es nicht. Tundragut, so heißt es. Voll gemacht. Dann, als ich gesehen habe, wie viele Bücher ich überhaupt habe, also hier diese, die Unikarte, ne? Oh, verdammt. Ach, das ist hier die Trollabulla, ne? Na komm. Habe ich vielleicht was zum Entzaubern? Kann ja sein. Entzaubern. Nö. Immer noch die Halskette. Und die trage ich lieber, ne? Weil 50% ist schon krasser Wert. So. Dann haben wir das. Was fehlt denn jetzt hier noch? Lichter aus. Graue Kapuze. Habe ich noch nicht. Finde das Versteck des Beschwörers. Ja, da fehlt mir auch jeder Anhaltspunkt. Der soll hier in Einsamkeit sich verstecken, aber wo? Und ich will mich nicht spoilern. Ich könnte ja nachgucken, ne? Aber... wer will das schon? Was willst du denn? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ernsthaft? Da steht wieder nur scheiß Gegenstände. Anonymer Brief vielleicht? Nein, das habe ich schon mal gelesen. Anweisung eines Fremden? Nein. Wir melden uns, kennen wir auch. Berichte über Tonarchenschi, die habe ich gerade geklaut. Brief eines besorgten Bewunderers. Das klingt neu. Freund, wir brauchen eure Hilfe. Ein finsterer Totenbeschwörer in Begleitung eigenartiger Kreaturen, die seinen Geheiß folgen, greift immer wieder Unschuldige entlang der nördlichen Küste an. Ich hoffe, ihr könnt uns bei dieser ärgerlichen Angelegenheit helfen und die Vorfälle in unserem Auftrag untersuchen. Ein besorgter Bewunderer. Ne. Also, irgendwann mal, aber... Nein, tut mir leid. Nichts. Nicht jetzt. Ach so. Da komme ich leider noch nicht ran an den Stein von Barents hier. Hey, wollt ihr Fang spielen? Ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich muss mich um alle möglichen Botengänge kümmern. Ganz schön eingebildet, ne? So. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Ich sag dann schon mal Tschüss. Ne? Weil wenn das nicht klappt, ist sowieso Ende. Aber wir versuchen jetzt nochmal einen Taschendiebstahl durchzuführen. Und das muss natürlich gut präpariert sein. Ne, Zutaten, nicht Zaubertränke. Wundertrunk des Taschendiebstahls. Was ist denn ja noch drin? Oh, warte. Ich hoffe, ihr habt nicht vor, mich zu bestehlen. Ach, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Jut. Hat doch hingehauen. So, aber trotz alledem heißt es jetzt
Folgenende. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, ich denke, beim nächsten Mal reiten wir in Richtung Weißlauf, Rorikstadt, ne, mal aufdecken und dann den Hund loswerden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was.